Da fliegen sie. Heute, morgen und übermorgen. Der Frühling geht vorbei und der Sommer kommt. Die kleinen Vögel sind bald ausgewachsen. Jetzt lernen sie, zwischen den grünen Blättern selber Raupen zu finden. Sie suchen nach Samenkörnern in der Erde und nach Beeren in den Sträuchern. Piep, du hockst ja schon wieder allein im Nest. Hey, hörst du die anderen zwitschern und pfeifen? Flieg doch auch zu ihnen. Wenn ich wegfliege, finde ich nicht mehr nach Hause. Du Dummerchen, versuch es doch einfach einmal. Piep, piep, oh weh. Überleg es dir. Weißt du was? Ich flieg jetzt. Piep, piep, oh weh. Da hockt er nun im Nest und sieht noch unglücklicher als sonst aus. Piep, piep, oh weh, jetzt wird es auch schon dunkel. Piep, 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 piep. Endlich kommen sie. War das ein schöner Tag. Ich könnte immer noch weiter fliegen. Schade, dass es dunkel wird. Schaut mal, der Mond steht schon am Himmel. Nachts ist es in unserem Nest warm und gemütlich. Richtig schön lecker warm, ja. Hier sind wir sicher und geborgen. Ja. Vati, erzähl uns wieder eine Geschichte. Ja, jetzt, wo es so richtig gemütlich ist. Ihr habt gut reden. Was soll ich euch denn jetzt erzählen? Von Gott. Ja, vom Vater im Himmel. Na gut, also dann hört zu. Der Vater in den Himmel, er hat uns alle lieb. Oh, Zizi, er hat uns alle lieb. Der Vater in den Himmel, er hat uns alle lieb. Oh, Zizi, er hat uns alle lieb. Sonne in der Ferne, den Mond und alle Sterne. Der Vater in den Himmel, er hat uns alle lieb. Oh, Chi-Chi, er hat uns alle lieb. Er hat die Nacht erschaffen, damit wir ruhig schlafen. Hat uns den Tag gegeben, damit wir viel erleben. So viel gegeben, er schenkt uns stets zu essen und wird uns nie vergessen. Der Vater in den Himmel, er hat uns alle lieb. Oh, Chi-Chi, er hat uns alle lieb. Und braucht sich keine Sorgen, denn heute so wie morgen wird er stets nach uns sehen und immer mit uns gehen. Da brauchst du doch keine Angst zu haben. Hast du zugehört? Hey, du! Er ist schon wieder eingeschlafen. Psst, lass ihn schlafen. Still, morgen ist auch noch ein Tag. Ob er mutiger geworden ist, der kleine Spatz? Nun ja, der Sommer ist schließlich schon halb vorbei. Und weil ihm niemand mehr Futter bringt, muss er sich nun selbst sein Futter suchen. Er fliegt schon von zu Hause fort. Ein bisschen, nicht zu weit, aber immerhin. Aber er macht sich jeden Tag neue Sorgen, wo er Futter finden kann. Und seitdem die Sache mit dem Habicht passiert ist, hat er wieder besonders viel Angst. Draußen im Feld stieß plötzlich ein riesiger Habicht ganz dicht neben ihm aus der Luft herunter. Da stand sein kleines Spatzenherz vor Schreck fast still. Dann sah er, dass der Habicht eine kleine Feldmaus in seinen Krallen davontrug. Uwe, ganz schnell nach Hause. Jetzt hat er noch mehr Sorgen als vorher. Uwe, und wie wird es erst im Winter? Es soll kälter werden, immer kälter. Wie soll ich mich da warm halten?